Hallo, ich bin Julia von Jules Kleines Freudenhaus und war heute für die Initiative 1000 gute Gründe auf dem Rosenhof. Was ich hier Spannendes erlebt habe, zeige ich euch. Ja, du hast eben gesagt, wenn ich die abschneide aus dem Garten in die Vase stellen möchte, sollte ich die Rose am besten entdornen. Wie mache ich das denn am besten? Ich habe heute nicht nur ganz viel Wissenswertes über die Rose kennengelernt, sondern dürfte mir auch einige dieser schönen Blumen mitnehmen. Was ich daraus bastel, zeige ich euch bald in einem DIY-Tipp, ebenso wie den ganzen Film.